Täglich nutzen mehr als eine halbe Million Reisende und Besucher den Hamburger Hauptbahnhof. Damit sich hilfsbedürftige Menschen in dem Gewühl zurechtfinden, bietet die Bahnhofsmission kostenlos ihre Unterstützung an. Hallo Frau Werner. Bahnhofsmission ist jetzt hier. Entschuldigung, dass das so lange gedauert hat. Ich kann Ihnen die Tasche abnehmen. Diese sehbehinderte Frau kommt mit der Regionalbahn aus Kiel und hat sich am Hamburger Hauptbahnhof zur Weiterfahrt mit der U-Bahn mit einer Freundin verabredet. Sich im Gewirr des Hauptbahnhofs zu orientieren, fällt trotz eines blinden Leitsystems am Bahnhof nicht leicht. Also haben wir einmal hier die Leitstreifen auf dem Boden. Die sind dafür da, für den Blindenstock, dass man sich da orientieren kann. Dann geht man da so lang und durch die Riffel ertastet man dann sozusagen und geht immer einen geraden Weg, weiß, wo man lang muss. Hier zurechtzufinden für blinde Menschen ist, glaube ich, sehr ungewohnt. Wir haben blinde Personen, die kommen häufiger, die führen eher uns als wir sie. Dann haben wir aber auch Leute, die sehr unsicher sind, die sich festklammern. Das wird immer auf die Person dann auch angepasst. Diese ältere Dame kommt gerade mit dem ICE aus Berlin und hat in Hamburg so einiges vor. Die 79-Jährige hat seit einem lange zurückliegenden Skiunfall Probleme mit dem Laufen und nur durch Zufall vom Service der Bahnhofsmission erfahren. Es gibt ja viele, die unsere Hilfe da noch brauchen, aber einfach nicht von uns wissen. Und das ist immer so schade eigentlich. Weil ja, genau. Meine Tochter hat mir das geraten, weil ich so gestöhnt habe. Wenn ich mit dem Auto fahre, ist ja alles nicht so problematisch. Aber eben hier mit dem Koffer und wenn man eben abendliche Veranstaltungen hat, muss man ja auch was anderes zum Anziehen. Geht also kein kleiner Koffer. Ich habe es schon mal ausprobiert zur Mozartwoche in Salzburg. Und da hat es in München auch ganz toll geklappt. Die 79-Jährige will in Hamburg unter anderem die Oper und die Elbphilharmonie besuchen. Wie sie Lennart erzählt, ist sie seit 12 Jahren alleinstehend, will aber trotz ihrer Gehbehinderung mobil bleiben. Solche Begegnungen sind immer super. Ich meine, man erfährt immer ganz viel. So wie die Dame jetzt hat ja ganz viel erzählt. Man kriegt immer was mit. Das ist ja auch dann in dem Fall jetzt ein Generationenaustausch. Ich mache das eben nicht dafür, dass ich danach hin und Danke bekomme, sondern ich mache das, weil ich was bewegen will und weil ich helfen will und nicht nur für das Feedback danach, dass jeder denkt, was ein toller Typ. Am Hauptbahnhof treffen wir Harry. Der 59-Jährige ist vor der Bahnhofsmission gestrandet. Ich wollte eigentlich nach Ägypten in Urlaub, wurde hier ausgeraubt. Steindamm. Und dann bin ich, ja, ist alles geschlossen. Bin ich hierher, konnte mein Handy hier eigentlich aufladen, aber da ich ja keinen Pass habe, mein Portemonnaie ist ja weg, alles komplett. Kann ich auch nicht in Urlaub fliegen. Und dann muss ich bis Dienstag hier ausharren. Irgendwie. Ja. Flaschen sammeln, hier habe ich Geschenke gekriegt. Ich habe ein Korn geschenkt gekriegt. Es gibt auch noch nette Menschen. Aber was heißt ausharren? Ja, auf der Straße muss ich schlafen oder gar nicht schlafen. Was soll ich sonst machen? Seine Frau hat sich von ihm getrennt. Seine Wohnung hat der 59-Jährige verloren. Das Leben auf der Straße ist neu für ihn. Das geht dir schon nah, ne? Ja. Ich bette doch sonst nicht. Ich habe 45 Jahre gearbeitet. Harry hat in seinem Leben viele Jobs gehabt. In Diskotheken, auf dem Schlachthof, bei verschiedenen Discountern. Immer selbstständig und dabei zu wenig in die Rentenkasse eingezahlt. Wie geht's dir jetzt? Richtig schlecht, weil ich zweifle an diesem Sozialstaat. Der hilft allen, aber nicht den Bürgern. Der hilft der Ukraine, der hilft der ganzen Welt. Überall höre ich Milliarden hier, Milliarden da, Panzer hier. Ich brauche keinen Panzer, ich brauche nur ein Zimmer. Ein Zimmer. Ganz in der Nähe vom Hamburger Hauptbahnhof befindet sich das Haus Jona. Ist die Bahnhofsmission die erste Anlaufstelle für die Gestrandeten und Hilfsbedürftigen, so werden hierher die Menschen vermittelt, die nicht mehr wissen, wohin mit sich und ihrem Leben. Hi. Hi. Mirela Barth ist seit Anfang des Jahres die Leiterin vom Haus Jona. Bei uns ist im Moment viel los. Wir sind fast ausgebucht. Immer wieder Anrufe, aber es ist sehr schwierig im Moment irgendwo für jemanden freies Platz zu bekommen. Ja.
Wir sind froh, immer voll zu sein, aber trotzdem die Dringlichkeit draußen der Menschen ist immer noch hoch, dass wir immer noch angerufen werden. Zum Glück haben wir die Zusammenarbeit mit der Bahnhofmission, die sie uns immer wieder unterstützen können, sodass wir Paketen bekommen, einige Lebensmittel, die gespendet werden. Ohne diese Hilfen wäre für die Menschen einfach katastrophal. Das Haus Jona bietet Platz für 31 Menschen. Hier bekommen die Hoffnungslosen Hoffnung. Darunter Rentner, Familien und junge Frauen wie Marina. Ich habe dir was mitgebracht von Bahnhofmission. Und Post hast du auch. Können wir noch mal gucken, ob du Unterstützung brauchst, das fertig zu machen für die Krankenversicherung. Um die junge Frau zu schützen, nennen wir sie nicht bei ihrem richtigen Namen und machen sie unkenntlich. Am Donnerstag müsste ich zu der Notunterkunft meiner Tochter. Da bräuchte ich eine Fahrkarte, um dorthin gehen zu können. Mit 13 Jahren ist die junge Frau mit ihrer Mutter von Rumänien nach Deutschland gekommen. Ihre erste große Liebe endete in einem jahrelangen Martyrium. Ich habe 4 Jahre in einer toxischen Beziehung gelebt. Durch meinen Ex-Partner wurde mir auch das Kind entnommen. Und so bin ich halt zu Haus Jona, also gekommen. Ihr Mann hat sie immer wieder geschlagen, war drogenabhängig. Auch Marina ist in den Sumpf aus Abhängigkeit und Selbstzweifel geraten. Ihre kleine Tochter wurde ihr vom Amt genommen. Ich hoffe mir, dass es bald halt mit meinen Problemen halt weniger werden, dass ich bald auch eine Therapie machen kann. Und wenn das alles geklärt ist, dann kann auch die Kleine wieder zurück zu mir kommen. Dann könnte ich mir auch eine Wohnung suchen und halt ein normales Leben weiterführen. Wir unterstützen ihr durch die Sozialberatung. Das heißt, wir sind in sehr enger Zusammenarbeit. Sie darf auch regelmäßig Post in unserem Haus erhalten, was sehr wichtig ist, dass die Behörde wissen, wo sie zu erreichen ist. Und wir unterstützen aber auch moralisch, um zu sagen, bleibt dabei, es lohnt sich. Die 28-jährige Marina will zurück in ein glückliches Leben und hofft mit der Hilfe vom Haus Jona und der Bahnhofsmission, ihre kleine Tochter schon bald wieder in die Arme schließen zu können. Der Hamburger Stadtteil St. Georg, in unmittelbarer Nähe zum Hamburger Hauptbahnhof. Laut Kriminalstatistik einer der gefährlichsten Stadtteile Hamburgs. Hier ist das Revier von Polizeioberkommissar Lukas Manske und Polizeiobermeister Tobias Lorenz. Was machen Sie hier? Hallo? Was machen Sie hier? Verstehen Sie Deutsch? Okay, haben Sie mal einen Ausweis, Passport? Kein Ausweis. Der Mann hat keinen Ausweis, dafür aber eine findige Geschäftsidee. Wenn ich das Schild richtig interpretiert habe, hat er also angeboten, sich wiegen zu lassen für 1 Euro pro Person. Wie gut die Waage ist, ob sie geeicht ist, ob sie überhaupt an ist, ist dann auch eine Frage. Was dann der Sinn dahinter sein soll, ist noch eine andere. Der Mann weiß offensichtlich nicht so recht, was die Beamten eigentlich von ihm wollen. Nur braucht man in Deutschland für alles eine Genehmigung. Und dazu zählt leider auch der 1-Euro-Wiegeservice mitten in der Einkaufsstraße. Gut, dann zusammenpacken. So hat jeder hier seine Ideen, an Geld zu kommen, oder? So sieht's aus. Das ist irgendwo die Notwendigkeit der Leute. Sie sind kreativ, man hat Probleme, auch Geldprobleme. Und da muss man zusehen, wo man seine Einnahmenseite verbessert. Nur wenige Meter weiter treffen die Beamten auf alte Bekannte. Das Rumlungern rund um den Hauptbahnhof ist nicht mehr gewollt. Der Hauptbahnhof ist zum Reisen da und nicht zum Rumsitzen und Trinken. Bereits am frühen Morgen hat sich die Gruppe am Eingang des Bahnhofs die Kante gegeben. Eigentlich sollten sie ihr Gelage dahin verlagern, wo weniger Menschen unterwegs sind. Jetzt reicht es den Beamten. Haben Sie eine Reiseabsicht? Ja. Wo geht's denn hin? Polen. Nach Polen. Wann fährt denn der Zug? Wann fährt denn der Zug? Ja. Aufstehen, komm. Ich sehe dich jeden Tag. Quatsch mich nicht voll. Was ist mit Ihnen kaputt hier? Hallo? Moin. Alles gut bei Ihnen? Moin, moin. Können Sie von alleine stehen? 1, 2, 3 und los. Wir haben jetzt 2 Minuten ungefähr geschaut, wie weit kann der Herr sich noch auf den Beinen halten.
Das hat jetzt irgendwie noch hingehauen, also er konnte noch Schritte vorwärts machen, ist dabei nicht hingefallen, also konnte sich offensichtlich noch auf den Beinen halten. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist der nächste Schritt logischerweise, dass wir in unsere Einsatzzentrale herantreten und dann über diese einen LTW anfordern, dass der Mann dann zumindest für eine kurzfristige Begutachtung, Ausnüchterung, wie auch immer man das nennen möchte, dann ins Krankenhaus geht. Der Hamburger Hauptbahnhof mit mehr als einer halben Million Reisenden pro Tag, der meistfrequentierte Fernbahnhof der Deutschen Bahn. Und wo Reisende unterwegs sind, sind auch Taschen- und Trickdiebe. Der Videoüberwachungsraum der Bundespolizei. Das ist jetzt die Person, die wir uns gerade angucken. Ist schon das ein oder andere Mal straffällig geworden. Und an der Person bleiben wir jetzt mal dran, um zu gucken, ob sie weiter Straftaten begehen wird. Na, ich habe ihn auf der Kamera. Steht am Mülleimer. Begrüßt jetzt irgendeinen mit Gummihandschuhen? Ja, das ist eine Bahnhofsalle unter sich, Hempi. Da war da eben auch schon gewühlt im Mülleimer. Deswegen bin ich auch nur alleine hier dran. Ja, also da, wo er jetzt ist, kann ich ihn halten. Dann kannst du irgendwo anders dich ein bisschen weiter wegstellen. Da kommt der Nächste, der in den Mülleimer guckt. Rund um den Bahnhof sind die Zivilfahnder der Bundespolizei im Einsatz. Ja, wir sind noch Fischerturm. Wir kommen in deine Richtung. Ja, wir müssen uns erstmal noch durch den Südsteig kämpfen. Tomke, wir sind gleich da. Im Visier der Beamten ein bekannter Täter auf der Suche nach einem passenden Opfer. Also Tomke hat jetzt einen aufgenommen, einmal männlich. Er sagt, er ist absolut im Modus, was Taschendiebstahl angeht. Schon zweimal abgelassen, sich jeweils ein Opfer ausgesucht. Der junge Mann ist bereits am Vortag von Zivilfahndern der Landes- und Bundespolizei wegen Diebstahls festgenommen worden. Jetzt irrt er wieder ziellos zwischen Innenstadt und Hauptbahnhof hin und her. Möglicherweise will er erneut zuschlagen. Gleich mehrere Beamte in Zivil haben die Verfolgung aufgenommen. Das ist auf jeden Fall kein typisches Verhalten. Er zeigt auch im Bahnhof, wenn er sich hier bewegt, keinerlei Reiseabsichten. Das ist immer so ein Indikator dafür, dass man eher auf der Suche nach was anderem ist. Die Beamten bleiben dran. Zurück am Hauptbahnhof steigt er plötzlich in eine S-Bahn, fährt Richtung Hamburg-Harburg. Die Zivilbeamten verfolgen ihn weiter. Doch als er sich dort immer weiter vom Bahnhof entfernt, brechen sie die Observation ab. Es kam immer wieder zu, sag ich mal, brenzlichen Situationen, wo es hätte passieren können. Aber anscheinend hatte die Person einfach dann nicht den nötigen Mut, um die Handlung dann wirklich durchführen zu wollen. Im Jahr 2021 gab es an allen Hamburger Bahnhöfen fast 2400 Diebstähle. Die Hälfte davon Taschen- und Handgepäckdiebstahl, Tendenz steigend. Das Vorgehen der Diebe trickreich und dreist. Hier haben wir eine Tätergruppierung. Hier vorne ist der Geschädigte. Und aufgrund der Bewegung stellt er nicht fest, dass jemand an seiner Tasche ist. Der Beschuldigte greift jetzt in die Jackentasche, zieht die Geldbörse und wertet direkt aus, ob für ihn verwertbare Gegenstände in der Geldbörse sind und übergibt sie jetzt an seine Mittäterin. Jetzt verlassen sie die Szenerie und der Geschädigte hat es nicht mitbekommen. Um den Tätern die Arbeit zu erschweren und Reisende zu schützen, warnt die Bundespolizei immer wieder mit gezielten Aufklärungskampagnen vor Taschendieben. Ich buxiere das ganze Gepäck durch die Menschenmenge, gerade während der Rush-Hour am Bahnhof. Und das beklemmende Gefühl reißt natürlich mit. Dieses US-amerikanische Paar reist gerade durch Europa. Gleich zu Beginn ihrer Reise wurden sie auf einem Volksfest bestohlen. Also ich hatte mein Handy in der Hosentasche und es wurde nach 13 Sekunden geklaut. Und wir sind nur 3 Wochen da und jetzt habe ich kein Handy mehr. Also passen Sie bitte auf eure Sachen. Und auch diese Hamburg-Touristen aus München haben bereits Erfahrung mit Taschen- und Trickdieben. Im U-Bahnhof mit einer Handtasche. Der U-Bahnhof war fast leer. Plötzlich standen ein paar Jugendliche da, die uns ein bisschen bedrängt haben. Und bis wir geschaut haben, war aus der Handtasche die Geldbörse weg. Das ist ganz oft bei Frauen. Es ist leider tatsächlich die Handtasche, die oftmals eher nach hinten getragen wird, im schlimmsten Fall noch offen ist. So dass wir da auch noch mal das ansprechen, die Handtasche bitte nach vorne zu nehmen, den Arm dann auch drüber und den Reißverschluss nach vorne auch nicht nach hinten zu haben. Am Nachmittag beginnt am Hamburger Hauptbahnhof die Hauptreisezeit. Die Frequenz der Trick- und Taschendiebstähle nimmt jetzt zu. Die Zivilbeamten müssen sich beeilen, denn die Spezialkräfte der Bundespolizei konnten anhand von Videoprints im Umfeld des Bahnhofs einen Tatverdächtigen identifizieren.
eine Dreier-Kombo mit drei Georgiern hat einen Taschendiebstahl im S-Bahnhof Hamburg-Harburg begangen. Zwei davon haben wir bereits festgestellt, weil sie sich irgendwann mal am Hauptbahnhof befunden haben. Und den dritten Unbekannten, den haben wir jetzt auch festgestellt. Weitere Zivilbeamte sind bereits an dem Tatverdächtigen dran, entscheiden sich für den Zugriff. Der Mann scheint nicht ganz zu verstehen, warum er hier festgenommen wird. Bleib mal ganz entspannt. Es geht um eine Tat aus der Vergangenheit, okay? Das, sprechen Sie Deutsch, verstehen Sie mich? Verstehen Sie mich? Russisch, Nipani Mayu. Hier, guck mal. Guck mal, das bist doch du. Na? Und du? Bruder, hier, guck mal. Du. Die Ahnungslosigkeit des Mannes verwundert nicht. Schließlich liegt der Diebstahl bereits 4 Monate zurück. Denn im Januar dieses Jahres hat der Georgier gemeinsam mit zwei weiteren Mittätern eine Tasche gestohlen und die entwendete EC-Karte missbraucht. Seitdem haben ihn die Fahnder der Bundespolizei auf dem Radar. Man freut sich da natürlich immer wieder, auch wenn eine gewisse Zeit verstreicht, ist es immer wieder schön, da Feststellungen zu haben. Und das motiviert einen immer wieder weiterzumachen und auch nach Tatverdächtigen zu suchen, die wir vielleicht mehrere Monate oder vielleicht sogar Jahre suchen. Am Ende kriegen wir sie dann doch irgendwie. Nur wenige hundert Meter vom Hauptbahnhof entfernt gab es einen erneuten Zugriff. Diese beiden jungen Männer werden gleich wegen mehrerer Straftaten gesucht. Zur Identitätsfeststellung kommen sie mit auf die Wache der Bundespolizei. Hier der Passwort. Was macht ihr denn damit? Warum zerreißt ihr das immer? Nur offizielle Dokumente. Die Männer haben an verschiedenen Bahnhöfen in Hamburg Handtaschen und ein Handy gestohlen. Und obwohl die Taten bereits mehrere Monate zurückliegen, konnte ein Super-Recognizer der Bundespolizei die Männer anhand eines Fahndungsfotos wiedererkennen. Ein großer Erfolg des Zivilbeamten mit fotografischem Personengedächtnis. Wenn man jetzt die Bilder hat und sie plötzlich dann live vor einem stehen und man weiß, dass man jetzt diese Taten dann noch aufklären kann und die Person zuordnen kann, dann auf jeden Fall. Ja. Also es ist jedes Mal immer ein Erfolgserlebnis und motiviert ungemein.